Ihre Meinung vorher abzufragen. Nun kenne ich die konkreten Abläufe nicht in Herrn Lastorn. Juli, aber was ich in den Medien gelesen habe, eine Woche später sollten die einziehen. Das ist nur deshalb nicht passiert, weil der Bau noch nicht fertig war. Aber die erste Informationsveranstaltung, da wurde den Menschen dann gesagt, also jetzt dann so in ein, zwei Wochen geht es dann los. Das kann durchaus sein, dass es da, ich sag mal, nicht optimal gelaufen ist. Also wir verteilen zum Beispiel in Neukölln, wo die Sammelunterkunft gebaut werden wird, in der nächsten Woche an alle Anwohner ein Informationsschreiben. Und der Bau hat noch nicht mal begonnen, der Unterkunft. Also das heißt, ein Bezug wird da sein etwa im Januar, Februar. Es wird im Oktober auch eine Anwohnerversammlung geben. Also natürlich lernen auch alle aus solchen Vorgängen wie in Hellersdorf. Und aber ich sag mal, die Bürgerbeteiligung ist ja nach wie vor sicherlich eine schöne Sache, die Leute vorzubereiten, was kommt. Das andere ist natürlich, dass es auch Entscheidungen gibt, die dann zu tragen sind. Man kann Menschen informieren, aber die Information kann natürlich nicht lauten, ja oder nein, und jetzt stimmen wir mal in der Turnhalle ab. Das kann man denn da nicht verwechseln. Warum eigentlich nicht? Naja, gut, Sie machen das ja in der Schweiz. Sie lassen ja basisdemokratisch über alle möglichen Sachen. Ja, ich glaube, es ist auch ein bestimmter Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Ich meine, die Asylpolitik ist wie jeder andere Politikbereich auch eben Teil der Politik. Das heißt, es ist eine öffentliche Sache. Und die Schweiz ist seit Jahrhunderten eine direkte Demokratie. Das heißt, auch bei Sachentscheiden kann das Volk mitentscheiden. Und ich glaube schon, dass wenn die Bevölkerung in dieser Art demokratisch einbezogen ist, dass die Akzeptanz dann für politische Entscheide steigt. Die Verantwortung ist dann geteilt. Man sagt dann weniger, die da oben, die machen was falsch. Mhm. Also von daher finde ich es schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sofort sagt, also Bevölkerung mitreden lassen, Achtung halt. Das finde ich eine relativ schwierige Position in einer Demokratie. Ich glaube, dass vielleicht gerade an diesem Mangel an Demokratie vielleicht eben auch ein bisschen die Diskussion in Deutschland krankt. Bei uns wird das ausgetragen in der Schweiz. Es gibt auch große Parteien, die sich kritisch zu Asylproblemen äußern. Aber Sie dürfen auch nicht abstimmen darüber, ob in Ihrem Viertel ein Asylbewerberheim entsteht oder nicht. Nein, auch da, das stimmt. Da gibt es natürlich zum Teil Spannungen. Warum? Aber letztlich geht es ja darum, dass die Bevölkerung insgesamt die Asylpolitik mitträgt. Es gab zum Beispiel, also ich kann ein Beispiel nennen, ein kleines Dorf im Kanton Aargau, rund 500 Einwohner, aber 140 gelesen. Asylbewerber hingepflanzt. Das gab eine Spannung in diesem Dorf. Das ist vielleicht ein bisschen unproportional. Auch da haben die Behörden das Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Also und dann kam nicht, es dazu, dass es ein Verbot gab, für die Asylbewerber die öffentliche, das Freibad zu benutzen. Mhm. Und es gab ein Verbot, an andere öffentliche Plätze zu gehen, Kirchhof, Bibliothek. Ja, das wurde falsch kolportiert. Also ich habe heute nochmals nachgeschaut und gesprochen mit dem Bundesamt für Justiz und das Departement für Justiz und dem Bundesamt für Migration in Bern, und das steht auch auf ihrer Homepage. Es ist so, dass nicht einfach, das ist also, wurde im Ausland und im Inland zum Teil falsch geschrieben. Der Sachverhalt ist folgender: Dieses Schwimmbad in dieser Stadt war im Schulgelände, und die Verordnung war so, dass man gesagt hat, viele, nicht einzelne, sondern in Gruppen Asylbewerber sollen nicht während der Schulzeit diese Schulanlagen benutzen. Warum das gilt nicht? Übrigens auch für andere Personen. Also die Begründung, ich kann die ich nicht gelesen mit vier Fußballmannschaften während der Pause dort Fußball spielen gehen. Das ist auch für mich nicht erlaubt. Kriminalität war ja ein Stichwort, das da auch eben gefallen ist, damit man eben auch die Bevölkerung vor eventueller Kriminalität schützt. Was sagt denn eigentlich, dass das Umfeld von Asylbewerberheimen krimineller ist? Ja, also ich habe verschiedene Reportagen selber gemacht, zum Beispiel in der Ostschweiz in einem Asylbewerberheim. Und das sind insbesondere nach der letzten Immigrationswelle aus dem Maghreb, ist die Kriminalität sprungartig gestiegen. Das waren vor allem junge Tunesier, die gekommen sind. Autodiebstähle, Aufbrüche, Ladendiebstähle, Belästigungen, Übergriffe auf Frauen, das ist dort sehr stark gestiegen. Das kann man nicht wegdiskutieren. Es ist oft so eben, dass zum Teil halt schon durch die Schlepperbande, durch die Clanstrukturen halt schon ein bisschen kriminelle Elemente hierher kommen, zum Teil auch mit der Absicht, kriminell zu werden. Das ist eine Minderheit der Asylbewerber, aber sie prägt natürlich das Bild in diesem unmittelbaren Umfeld, und von daher muss man ein bisschen verstehen, wenn die Leute auch sich ein bisschen unsicher fühlen dann. Ist das jetzt eine berechtigte Sorge, wenn die Menschen sagen, sie haben Angst vor Kriminalität, oder ist das schon Rassismus? Es ist doch ganz spannend, dass er gesagt hat, es ist ein kleiner Teil. Wir können uns jetzt auf diesen kleinen Teil stürzen, anstatt zu sagen, der kleine Teil ist Aufgabe von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz.
Wir können uns aber auf den ganz großen Teil stürzen. Jetzt muss ich mathematisch einfach sagen, wenn Sie sagen, das ist der kleine Teil, dann ist der ganz große Teil so unauffällig wie wir alle und hat dieselben Träume wie wir alle und will dasselbe Leben wie wir alle. Ich habe sie auch nicht untermacht. Und hat dieselben Träume wie wir alle. Nur ermöglichen wir diesen Menschen von vornherein, die ersten Schritte gehen zu können, um diese Träume alltäglich leben zu können. Ich kann nur für Deutschland sprechen, er ist ein Schweiz-Experte, anscheinend auch ein Deutschland-Experte. Hätten Sie denn Angst mit Ihrer Familie, wenn eine Asylbehaberin... Ich muss Sie trotzdem mal Ausländerämter, ist die Frage der Residenzpflicht und der Arbeitsverbote etwas, was Menschen, die monatelang dann in ihren Wohnungen eingepfercht sind... Lieber Michel Friedmann, jetzt argumentieren Sie quasi über die Ursachen, über die reden wir, aber jetzt geht es erstmal um die Empfindung der Menschen. Ich frage mal ganz direkt, hätten Sie Angst mit Ihrer Familie im Umfeld eines Asylbewerberheims? Das kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht beantworten, aber wenn in der Gegend, in der wir leben, ein solches Heim käme, würde ich mich bemühen, diese Menschen kennenzulernen, weil es geht doch nicht um die Asylanten. Es wird darum gehen, wer sind die 100-200 Leute, die mit mir jetzt leben. Und da müssen wir auch umschalten. Wir reden dauernd über die Asylanten. Wir reden über individuelle Menschen mit individuellen Biografien. Wir müssen uns öffnen, die müssen sich öffnen. Und wenn was passiert, dann müssen wir reagieren, aber doch nicht im Vorhinein die Vorurteile kultivieren. So, das gebe ich jetzt mal an diese Seite, Herr Buschowski und Frau Walter. Wo es eine bürgerliche Wohnungsschicht gibt und wo anders als das, was Herr Buschowski zu Recht gesagt hat, es nicht zu einer noch mehrigen Belastung in Sozialfragen geht. In keinem bürgerlichen Viertel gibt es solche Institutionen. Es gibt übrigens auch keine Gefängnisse, es gibt auch keine Krankenhäuser für Psychiatrie, es wird alles clean gemacht. Wahrscheinlich sind die guten Anwälte, wahrscheinlich sind die Mieten auch zu teuer, als dass man da den Wohnraum dann eben vergibt. Das gehört dem Staat, der kann das regeln. Herr Buschowski, das Stichwort Kriminalität, und ich würde es gerne auch von Frau Walter wissen, weil sie auch recherchiert hat. Wie ist es in Berlin? Kann man wirklich sagen, dass die Menschen Recht haben? Im Umfeld von Asylbewerberheimen steigt die Kriminalität, was Herr Gut in der Schweiz recherchiert zu haben glaubt. Nach allen Daten, die ich habe, nein. Das kann man so nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass die Leute konkrete Angst vor Kriminalität haben. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir immer Angst vor fremden Dingen haben. Und sie erklären jetzt erstmal Menschen, vor dein Schlafzimmerfenster kommt jetzt eine Sammelunterkunft mit 400 fremden Menschen. So. Und da setzt das große Hosenflattern ein. Um Gottes Willen, was ist hier? Und wie schütze ich meine Wohnung? Und die Leute kriegen einfach Angst. So, und dann kommt eben das, was wir ja schon diskutiert haben. Genau diesen Leuten nehmen wir nicht die Angst, sondern wir hauen ihnen auf den Kopf und sagen, so, du bist ein Rassist oder noch gar Schlimmeres. Dann verbocken die Menschen noch mehr. Und deswegen sage ich erstens, ich bleibe bei meiner Auffassung, ich würde nie eine solche Unterkunft in einen sozialen Brennpunkt stecken. Ja. Niemals. Ja. Ja, man kann auch die Belastung so lange treiben, bis es der Laden auseinanderfliegt, wäre keine verantwortliche Politik. Sondern ich muss dahin gehen, wo die sozialen Bedingungen stabil sind. Nicht ins Industrieviertel, aber da, wo sie stabil sind. Und da muss ich mit den Menschen reden und sagen, es gibt Aufgaben, die haben wir. Das Asylrecht ist Teil unserer Grundrechte und jeder, der hierher kommt, hat Anspruch auf ein ordentliches Verfahren. Und dann sind die Menschen unterzubringen. Punkt, da diskutiere ich überhaupt nicht. Kriminalität, Frau Walter, haben Sie in der Zeit, in der Sie recherchiert haben, auch im Asylbewerberheimen waren, haben die Menschen eine größere Neigung zur Kriminalität? Nein, also ich finde diese Stigmatisierung wirklich schlimm, weil man muss erstens die Leute als Individuen ansehen. Ja? Die haben jeder eine einzelne Geschichte und jeder hat es, glaube ich, verdient, dass man sich erst die Geschichte anhört und dann urteilt. Was im Moment passiert, alle sind kriminell. Wir hatten da auch Akademiker, aber es gibt da auch ganz normale Handwerker aus Afrika, aus Eritrea und Äthiopien und die sind nicht weniger wert als ein Akademiker, der im Asylbewerberheim sitzt. Das muss man auch mal sagen, weil gerade in bürgerlichen Vierteln wird dann geworben mit Asylbewerberheimen, da kommen nur Akademiker, was natürlich auch eine Lüge ist. Ja, und die Leute letztlich hinters Licht führt, die Anwohner. Sicherheit. Ja. Weil wir sagen, jetzt haben aber diese Kriminalität, also Kriminellen. Vielleicht gibt es natürlich die
bei uns allen. Überall, ja. Mhm. Aber den gibt es ja, doch auch sicher, unter den deutschen Bewohnern. Menschen haben, die auch den ganzen Tag nichts zu tun haben, klar, die keine Perspektive haben. So ist es. Aber nicht in Deutschland. Die Zahlen, das ist so wichtig. Die Kriminalität haben, na klar, wird da auch geklaut. Aber was Sie jetzt sagen, ist doch so wichtig, weil das ist eine politische Entscheidung. Ja. Dass diese Menschen keine Arbeit und Perspektive haben, wir gleich dazu. Eingepfercht sind, ist ja eine Entscheidung der Politik. Eins nach dem anderen, auch die Zahlen sollen widersprechen, aber erst wollen wir Menschen sprechen lassen. Kadra Sufi, nämlich wollen wir, bevor sie uns erzählt, wie sich das von innen anfühlt, ganz kurz in ein paar Bildern über ihr Leben vorstellen. Weltläufig, attraktiv, erfolgreich. Das ist sie heute, Kadra Sufi. Doch die TV-Moderatorin hat schwere Jahre hinter sich. Als Kind eines hohen Diplomaten aus Somalia genießt sie zunächst ein Leben voller Privilegien. Das ändert sich über Nacht, als der Bürgerkrieg in ihrer Heimat ausbricht. Rebellen bombardieren das Haus. Für die 10-jährige Kadra und ihre Familie beginnt eine lange, gefahrenvolle Flucht nach Ägypten erst 1991, dann weiter nach Deutschland. In einem Asylbewerberheim beginnt ein neuer, ein unerwarteter Kampf. Kadra, wenn man jetzt hört, Sie kommen aus Somalia, es ist ein Bürgerkrieg, muss man annehmen, dass Ihre Familie, dass Ihr Leben auch in Gefahr war? Ja, definitiv. Sie waren 10 Jahre alt. Wie haben Sie, welche Erinnerungen haben Sie an den Bürgerkrieg? Es ging tatsächlich jeden Tag, jede Stunde ums Überleben. Stundenweise musste man sich in Kellern verstecken, weil die Bombardierungen da draußen einfach zu heftig waren. Man konnte Straßenkreuzungen nicht überqueren, weil da Scharfschützen waren. Es war eine sehr, sehr tatsächlich lebensbedrohliche Situation. Wir wurden ganz oft mit dem Tod konfrontiert. Und wir haben als Kinder ganz oft zusehen müssen, wie unsere Eltern fast ermordet wurden. Also da gab es einfach wirklich nur Abdrücken oder nicht. Wie? Also mit vorgehaltener Waffe? Mit vorgehaltener Waffe, Überfälle mit bewaffneten Soldaten, Maschinengewehre. Also wirklich das, was man aus den schlimmsten Filmen eigentlich, aus den schlimmsten Kriegsfilmen eigentlich kennt. Und andauernd, diese andauernde, permanente Konfrontation, sterbe ich heute oder nicht? Also heute sind wir alle am Leben, wir waren zu sechst, vier Geschwister und meine Eltern. Und da ging es wirklich von Tag zu Tag, wo verstecken wir uns heute, überleben wir diesen Tag oder nicht? Anderthalb Jahre ging das erste Mal in Somalia so und Sie haben Menschen gesehen, die auf der Straße lagen, die tot und verletzt waren. Die tot waren teilweise und das waren so bestialische Zustände damals in diesem Land leider. Der Krieg ist ganz hässlich, dass die Leichen teilweise nicht weggeräumt wurden von den Straßen, weil sie dann von den gegnerischen Clans waren beispielsweise. Mhm. Also das gehörte wirklich zum Alltag dazu. Das war fast, also es war jetzt normal, ist jetzt übertrieben, aber da ging es um das eigene Überleben und dann musste man wirklich einfach weiter gucken und sich konnte sich gar nicht großartig mit diesen furchtbaren Bildern beschäftigen, sondern musste einfach da weg. Der Vater war Diplomat, hatte der einen Plan? Wir müssen hier raus, dringend. Man hat keinen Plan. Man hat ein man ist an einem Abend bekommt man Unterkunft bei Nachbarn oder Freunden oder in einem Dorf, wo die Clans noch nicht aufgedrungen sind sozusagen. Im Grunde genommen waren es diese bewaffneten Clans, die alles ausgeraubt haben, das arme Land sowieso schon ausgeraubt haben. Die sind alle komplett ausgeflippt in diesem Krieg. Und manchmal konnte man also wirklich von Dorf zu Dorf fliehen. Und man konnte manchmal an den Gesichtern erkennen, man hatte so ein Gefühl dafür, von okay, das ist jetzt vielleicht für 1-2 Tage sicher oder nicht. Und dann, sobald die Soldaten wieder da waren, musste man los. Man hat null Plan. Man lebt wirklich von Stunde zu Stunde. Und trotzdem haben Sie die Flucht geschafft, ein Zufall, würden Sie sagen? Absolut. Also wirklich eine Hilfe von Gottes Hand. Der damalige italienische Botschafter hat mit einer Hilfsgütermaschine Lebensmittel, Reissäcke nach Somalia gebracht. Das war so eine Bundeswehrmaschine. Mein Vater hat durch Zufälle, also damals gab es ja auch keine Handys oder sowas, durch Zufälle mit Mundpropaganda mitbekommen, dass dieser Mensch kommt und er kannte ihn. Mhm. Wir sind blind dahin zum Flughafen und haben ihn angefleht, dass er uns mitnehmen soll, egal wohin. Und er hat Sie mitgenommen in diese Maschine. Sie sind in Kairo gelandet, da waren Sie ein Jahr. Mhm.
Wovon hat die Familie gelebt? Meine Mutter hatte bei diesem Abschiedstag, bei diesem Fluchttag sozusagen, hat meine Tante uns eine Plastiktüte zugesteckt, noch schnell, wo ein bisschen Gold von meiner Mutter war, die sie noch verstecken konnte während der gesamten Zeit. Und das haben wir in Ägypten